So, grüß euch. Ganz kurzes Video. Gleich mal einen wunderschönen Dank an die Haare. Hab wieder ein Weihnachtspaket gekriegt. Haare, du bist der Geilste. Herzlichen Dank. Da schneiden wir jetzt gleich gemeinsam nur ein Jahr. Probieren wir es gleich. Dann herzlichen Dank. Oh, ist gut. So, grüß euch. Ich bin gerade heimgekommen und brauche einen Traktor jetzt für was anderes und hänge jetzt dann einfach kurz einen Kranwagen an und dann zeige ich euch was. Beim letzten Video bin ich gefragt worden, wie das Ganze mit dem An- und Abbau funktioniert. Da sind Abstellfüße dabei bei der Forstkiste. Werde ich euch jetzt dann zeigen. Ich habe es bis jetzt noch nicht abgebaut. Ich habe es einfach angehängt, aber noch nicht angehängt. Werden wir gleich sehen, wie gut oder schlecht dass das geht. Dann machen wir zugleich nur in dem Video was An- und Abbau vom Stuhlfrontlader. Das machen wir jetzt aus dem ganz einfachen Grund. Ich bin schon öfters gefragt worden, wie gut oder schlecht dass das beim Stuhlfrontlader funktioniert mit dem An- und Abbau. Da werdet ihr jetzt dann gleich sagen, das ist sehr unkompliziert, man muss nur wissen, wie man tut. Ich habe da schon oft gehört, das ist nichts Gescheites nicht, das ist ein kompletter Blödsinn. Das funktioniert sehr gut, man muss nur einmal gesehen haben, wie man da tut und dann geht das immer und überall. Ich habe den schon oft irgendwo komplett schief an Schoder hintan stehen gehabt und den Platz da hintan und trotz alledem kann ich ihn schön an- und abhängen. Da wird es jetzt auch wieder dasselbe sein. Der Untergrund da, wo ich mit dem Traktor hinfahre, ich fahre mit dem Traktor schief hin, der Beton war zwar gerade, das heißt, da gibt es ganz andere Hersteller, da wo das Probleme bereiten könnte, das läuft aber da sehr unkompliziert und einfach. Aber das probieren wir jetzt dann einfach aus miteinander. Das ist auch natürlich eine coole Sache, den Kurbelstützfuß, den was da original aufgetan. Ich habe mir ein bisschen höher gesetzt jetzt, weil ich schon mal beim Stockhänger geblieben bin. Jetzt habe ich ihn einfach, da ist ja ein Luchleisten dran. Zuerst war er da angeschraubt, jetzt habe ich ihn so hoch wie es gerade geht angeschraubt und das passt jetzt ganz gut. Hat sogar ab Berg einen zweiten Gang, also dass es schneller geht.
ich glaube, da haben wir es ganz gut gesehen. Und ich habe das jetzt, wie gesagt, das erste Mal selber abgehängt. Funktioniert einfach und sehr gut. Wisst ihr nicht, was man da ändern sollte oder müsste? Es ist auf alle Fälle so sehr praktikabel. Das kann man so lassen, darf ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, wie lange das die Stützfüße aushalten. Vielleicht kehrt da noch mal ein Knoten oder was eingeschweißt, aber das sind Kleinigkeiten. Gut, jetzt ein Anhänger vom Stahlfrontlader. Wie gesagt, die steht jetzt nicht optimal. Der Frontlader steht schön auf dem Beton. Mit dem Traktor stehe ich nicht perfekt eben. Werden wir aber einen leichten Höhenunterschied habe ich auch. Das werden wir aber jetzt trotzdem werden wir schön aufbringen. Einfach, dass ihr es einmal gesehen habt, wie das Ganze geht. Stahlfrontlader an- und abhängen. Anschließend, wenn ich dann fertig bin mit meiner Arbeit mit dem Frontlader, machen wir das alles wieder in umgekehrter Reihenfolge. Frontlader abhängen und Fußkiste wieder anhängen. Das tun wir jetzt einfach alles gemeinsam in dem Video. Ja, das war der ganze Zauber. Wie man gesehen hat, ich bin nicht optimal da gestanden. Der Frontlader war etwas höher, das spielt aber keine Rolle. Beim Abhänger zeige ich es euch dann in umgekehrter Reihenfolge, weil für mein persönliches Empfinden, ich habe schon Hydrac gehabt, Hydrac ist super, also selber zu nahen Anhänger. Auf einen gebrauchten ist einmal ein Mammut drauf gewesen. Quicker ist auch schon mal am Hof gewesen, also ich kenne eigentlich die Systeme quer durch die Bank alle. Einen Hauer habe ich noch nicht gehabt, aber sonst kenne ich eigentlich die gängigen Frontlader alle. Und da haben wir bewusst wieder einen Stuhl gekauft, weil wir in der Vergangenheit schon mal einen Stuhl gehabt haben, einen FZ50 und einen FZ30. Und das hat uns einfach von der Übersicht und von der Machart von Stuhl und das An- und Abhänger gefällt uns da bei uns da persönlich am besten von allen Frontladerherstellern. Ist aber nur meine persönliche Meinung. Ich fand den Stuhl sehr cool. Und wenn man sagt, dann kann man so einfach anhängen. Und beim Anhänger zeige ich es euch dann nachher anschließend auch gleich noch einmal. Ich mache jetzt noch einmal meine Arbeit und dann machen wir alles in umgekehrter Reihenfolge. Ich schalte euch dann wieder ein. So, ich bin jetzt fertig. Jetzt machen wir das Ganze wieder in umgekehrter Reihenfolge. Also, wie hängt man einen Stahlfrontlader richtig ab? In erster Linie stellen wir uns die Schaufel mal ein wenig fest her. Und wir fahren nicht mit der Schaufel komplett am Boden nieder. Wir bleiben ein bisschen in der Höhe, ungefähr so. Ungefähr so viel dahin, egal mit welchem Anbaugerät, egal ob mit der Palettengabi oder egal welche Schaufel. Dann haben wir die Füße an, den Regelungshaken auf. Und jetzt fahren wir einfach nur mit der Hydraulik nieder. Sonst haben wir gar nichts, wir fahren nur nieder.
Auto. Und das war eigentlich der ganze Zauber. Wir haben da jetzt schon frei. Und darum verstehe ich nicht, wann wir mit dem System nicht klarkommen. Wenn sie es so macht, ist der so Idioten einfach zum Anhänger. Viel einfacher geht eigentlich gar nicht. Machen wir einen Multikuppel auf und dann können wir schon draus fahren. So, mache ich die Fanghaken gleich wieder auf und dann probieren wir das gleich, wenn wir die, dass wir die Forstkisten wieder anhängen vom Dannhofer. Eben in umgekehrter Reihenfolge ist er das gleiche, wie man es vorher gesehen hat. Jetzt steht er ja halbwegs schön da, aber auch gerade auf dem Schotter. Einfach reingefahren, Multikuppel angehängt. Dann macht man es vielleicht so, dass man jetzt in die Hocken schön reinkommt. Bisschen mit der Schaufel dahin, also die Schaufel ein bisschen ausdrehen, dann könnt ihr da hinten ein wenig runter und dann schlürft ihr eigentlich schon fest rein, dann braucht es nur noch reinfahren und aufheben. Also für mich eigentlich das beste System am Markt. Und seit Jahrzehnten erprobt, der Stahl macht das immer schon gleich. Der einzige Unterschied zu den alten Stahlfrontlader ist einmal, der größte Unterschied ist die Schwingenbreite. Das ist Breitschwinge, weil einfach die modernen Traktoren eine sehr breite Motorhaube haben. Die alten Traktoren haben eine schmälere Schwinge. Aber sonst gibt es eigentlich nur die Standard-Stahl-Haken, also die Konsolen. Und das gibt es jetzt schmal und breit. Mehr Unterschied machen sie zwar nicht und das finde ich super. Von unten kann ich euch das Ganze noch zeigen. Also unten sind einfach da die, wo man mit den Unterlenker einhängt. Und ja, ich stelle euch auf derselben Position wie vorher wieder auf und dann schauen wir, wie einfach oder wie nicht einfach das zum Anhänger geht. Das Ganze brauche ich noch ein bisschen Übung. Wenn man weiß, wie man tut, ist es sehr einfach. Ich muss auf alle Fälle, wenn ich mal gerade drauf komme, beim nächsten Mal auf der Vorderseite da unten ein dünnes Bredel oder was unterpacken, dann war mir der Oberlenkerbügel ganz einfach reingerutscht. Ist wie gesagt noch ein bisschen Übungssache, funktioniert aber trotzdem, wie man sagt, sehr gut und sehr einfach. Dann hänge ich jetzt meinen Kran wieder an.
Das tun wir auch noch gemeinsam und dann lassen wir es wieder gut sein. Ja, ist im Prinzip eine einfache Geschichte. Kann ich euch nur kurz zeigen, was man, wie es bei den Kranwagen ist, was man alles Anschlüsse braucht. Ich habe einen hydraulischen Heckausschub, ich habe einen Reibrollenantrieb, eine Druckluftbremsen. Das zeige ich euch jetzt, wie ich das Ganze anschließe. Das ist einmal mein Antrieb. Dann hänge ich einfach da auf die Steuergerät drauf. So, dann das ist mein Knickdechsel. Dann der Heckausschub. Bremsen und zu guter Letzt dreipoliger, der ist dann für den Funk, also für den Steuerblock von Kran und für die Funksteuerung. Dann stecken wir mal in der Kabine. Bei den Kurbelstützfuß ist es so, wenn ich ganz normal jetzt einer drinnen steckt, im Uhrzeigersinn dran, ist halt links oben, rechts auf. Und der zweite Gang ist, rausziehen und dann in die verkehrte Richtung dran, dann geht er schneller. Das ist quasi der zweite Gang. Und das Ganze war es jetzt wieder. Haben wir wieder einsatzbereit. Genau, mein Unterlenker-Patent zeige ich euch auch noch. Das könnt ihr übrigens bei jedem New Holland oder bei jedem Case oder Steirathorn, der was das gleiche Heckhubwerk hat, das geht über jeden aus. Das ist keine Eigenkreation, das ist aus Zufall entstanden, dass es so funktioniert. Jetzt hebe ich mal ein bisschen auf. Mal Heckhubwerk ein bisschen AT. Dann machen wir da auf. Bis oben. Dann steckt es das so zusammen. So schaut das Ganze jetzt aus. Das gleiche auf der anderen Seite. Schaut das so aus und jetzt hebt es einfach so weit auf, wie es noch möglich ist. Ein bisschen noch. So. Dann habt ihr mit sehr wenig Aufwand die Unterlenker auf Maximum in der Höhe. Es braucht sich darauf achten, dass euch die Gelenkwellen kaputt macht. Bei der Knickdeichsel kann nichts passieren, das ist einfach eine super Sache. Wenn ich aus Zufall mal drauf komme, bei den Valtras gibt es von Haus aus die Möglichkeit, dass man die Unterlenker aufhängt, da also das alles anders konstruiert hatten. Gibt es bei so einem umgebauten Grünlandtraktor, ist ja im Prinzip, gibt es auch von Haus aus nicht.
Ich habe das einfach einmal probiert. Ich fahre immer so, das funktioniert super. Ja, und herinnen ist das Ganze dann auch so, da man da keine Fehlbedienung macht. Jetzt könnte man nämlich sagen, was ist jetzt, wenn du versehentlich da beim Hubwerk ankommst und du hast auf Heben, dann drückst du da hinten alles. Theoretisch darf das passieren, aber den Knopf hat jeder. Case, Steirer, New Holland, irgendwo in der Maschine. Du drückst dann einfach da drauf, den hat jeder. Dann ist, hat man eh, wie es bei den Traktor ist, da eine Lampe und dann ist das Heckhubwerk deaktiviert. Da kannst du jetzt dann drücken, was du willst, da geht nichts mehr. So mache ich das immer. Und ist eben. Passt, dann lassen wir das Video da wieder stehen und wünsche euch noch einen schönen Tag und viert euch.